Hallo und herzlich willkommen bei Familienprepper. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Auch ein bisschen, sag ich mal so, mit natürlich aus aktuellem Anlass, weil mir gerade in den letzten Tagen, Wochen eines extrem wieder auffällt. Sei es in den Facebook-Gruppen, sei es bei YouTube in den Kommentaren. Das Thema Bugout. Und ich denke mal, dass ich jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen sein Bild von einem Bugout zerstören werde. Das ist mir aber relativ egal, weil da geht ein Riesenmythos rum, der sich immer und immer wieder zeigt und manifestiert. Zwar immer wieder diese Frage, wenn man über den Bugout spricht oder wenn über den Bugout gesprochen wird, warum wollt ihr alle in den Wald rennen? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meisten, mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich in Kontakt stehe, die auch preppen, die sind in den Regelfällen im Bugout daraufhin ausgerichtet, dass sie den Ort, an dem sie sich befinden, an dem sie wohnen, an dem sie leben, vorübergehend verlassen müssen. Und in der Regel sind da entweder vordefinierte Punkte, zum Beispiel bei Freunden, Bekannten, Verwandten, oder auch eine vorher ausgearbeitete Location, ein Freizeitgrundstück, eine Hütte im Wald oder sonst irgendwas. Es ist aber so, dass die wenigsten im Bugout daraufhin sich konditionieren und ausrichten, dass sie in den Wald gehen und dort leben wollen, endgültig leben wollen. Das ist eigentlich eher ein Inch-Szenario, dass alles kaputt geht. Und selbst da ist es doch nicht so, dass man permanent im Wald ist. Ich denke mal schon, dass die meisten sich nachher irgendwo eine entsprechend geeignete Lokalität suchen werden, wo sie einfach neu anfangen können. Also dieses Thema Bugout, ich weiß nicht warum, es wird immer mit dem Ab in den Wald gleichgesetzt. Also ich persönlich sehe das nicht so und die meisten, mit denen ich in Kontakt bin, sehen es genauso wenig, dass der Bugout das ist, wir gehen jetzt in den Wald und leben dort einfach mal. Natürlich ist es so, je nachdem, was für Routen man hat, wo man hin muss, wenn man zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist und das Ganze länger dauert. Natürlich wird man ein Nachtlager irgendwo aufschlagen und da sucht man sich eine Ecke, die ein bisschen abgelegener ist, wo nicht in der Stunde 400 Menschen dran vorbeilaufen. Aber das ist nicht der endgültige Zustand, auf den ein Bugout hinzielt. Egal, ob ich einen Bugout mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad oder zu Fuß plane. Im Bugout geht es darum, innerhalb von einer nicht übermäßig langen Zeit an einen vorher definierten Ort zu gelangen. Und wenn wir uns die Vergangenheit betrachten, dann sehen wir immer wieder, dass Fluchtbewegungen sich meistens im Umkreis von mehreren hundert, vielleicht tausend Kilometern bewegt haben. Und die Leute dort an andere Orte sich bewegt haben. Eine Flucht aus dem Kriegsgebiet ist auch im Grunde genommen ein Bugout. Die Flucht aus einem Naturkatastrophengebiet ist ein Bugout. Ihr könnt ja mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare schreiben, meine Lieben. Aber es fällt mir in den letzten Tagen einfach wieder extrem in den ganzen Foren auf, dass es immer wieder heißt, oder auch gesagt Kommentare, dass es immer wieder heißt, wenn das Thema Bugout aufkommt, ja, was wollt ihr denn alle im Wald, wenn alle in den Wald gehen? Warum? Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr meint, warum das so verbreitet ist, dieses Motto. Mein Bugout-Szenario ist in fast keinem Fall darauf ausgelegt, dass ich in der Natur längere Zeit ausharren muss. Es ist fast immer so, dass ich irgendwo in einen festen Unterstand gehen kann, der vorher definiert ist, der ein Notfallpaket hat, beziehungsweise teilweise sogar einen Notvorrat hat. Und ihr könnt ja mal gerne eure Ansicht dazu in die Kommentare schreiben. In dem Sinne, meine Lieben, seid vorbereitet, euer Familienprepper.